Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Dieses Mal müssen wir etwas optimieren, denn wir haben zu wenig grüne Schallkreise, weil zu wenig Kupfer. Und das machen wir, indem wir hier nebenan eine brandneue Schmelze stellen, und zwar mit denen hier. Und zwar hierhin. Wir machen die etwas so hoch und dann die brauchen ja keine Kohle. Das heißt, wir können hier etwas platzsparender bauen. Und der Trick hierbei ist, dass wir das Inputband und das Outputband hier auf die gleiche Bahn legen und da mit Untergrundtunneln durchkommen. Sich das aus. Raus, rein, raus, raus, rein, raus, rein, rein, raus, rein, raus, raus, rein. Raus, rein, rein, raus. Gut. Das heißt, jetzt brauchen wir die andere Farbe, die anderen Untergrundtunnel. So können wir das Ganze auf der gleichen Ebene durchziehen. So. Rein, raus, raus, rein, raus, rein, rein, raus, rein, raus, raus, rein, raus, rein, rein, raus. Aber hier oben fahren wir dann einfach mit den gelben weiter. Das sollte für den Anfang hier genügen. Und dann hole ich mir mehr Untergrundbänder. Von den gelben. Von den roten. Und wie ihr seht, habe ich auch hier schon mal die blauen vorpräpariert. Was hier noch fehlt, wir müssen irgendwo die roten Schaltkreise ranbringen. Aber
Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir blaue Fließbänder brauchen würden. Hätte gern ein paar mittlere Stahlmasten. Dann fehlt's an Stahl. Okay. Denn mit denen können wir, denke ich, die neue Schmelze hier besser mit Strom versorgen. So, das heißt, hier brauchen wir jetzt nur noch einen Kupferanschluss. Und natürlich gehen uns die Fließbänder aus. Wie soll es auch anders sein? Und das Gute an den elektrischen Öfen, da können wir auch Module reinpacken. Und Module, das ist etwas, wo wir auch ran müssen, jetzt wo wir quasi Strom zum Verschwenden haben, können wir es uns leisten, Module überall reinzupacken, wo wir können. Stahl kommt auch recht wenig. Frage ist jedoch, kommt Stahl wenig, weil zu wenig Eisen anliegt? Nein, das sieht soweit gut aus. Hier mal Verteidigung wegnehmen. Brauchen wir nicht mehr. Ich kopiere das hier mal. Mach das hier ran und das Ganze dann nochmals hier oben und wahrscheinlich habe ich da einiges an Lichtbogenöfen zu wenig. Die brauchen wir zumindest nicht. Auch die hier nicht. Okay, ich brauche ein paar Knickarme. Und
und dann was, um Öfen zu bauen. Das ist, glaube ich, zum einen mal Stein, dann Stahl. Dann die roten Schaltkreise. Die von den roten haben wir nicht besonders viel, weil es uns an den grünen mangelt. Und Stahl, da fehlt es uns sowieso, aber das sind wir ja gerade am beheben. Kupfer sieht besser aus. Ja, das hier mal an. Sind, glaube ich, mehr als nur die 6 Lichtbogenöfen, die fehlen. 10 baue ich noch. Da muss ich noch einmal über die Bücher. Stahl. Zumindest Grüne kommen jetzt schon wieder mehr. Ja, wir haben jetzt wieder Kupfer bis ganz hinten. Und jetzt fehlt es da ein bisschen an Eisen, so wie es aussieht. Das Handcrafting ist nicht besonders schnell. Da oben irgendwo bei der Forschung, da brauchen wir auch schon Lichtbogenöfen. Ich hätte die da eigentlich einfach vom Band nehmen können. Wäre vielleicht schneller. Bauen mal hier ein Förderband nach unten. Und das sollte dann die Schmelze hier drüben ersetzen. Okay. Eine zu viel. Wahrscheinlich haben wir ein bisschen zu wenig. Ich
Lichtbogenelfen. Als dass wir sauber produzieren können. Aber hier können wir Module reinpacken. Und hier auf der Seite habe ich Platz gelassen, dass wir noch Beacons aufstellen können. Das hier ab, das hier ab, und dann sollte die Produktion hier bald mal auslaufen, dann können wir hier oben durchschalten. Und ich hole mir in der Zwischenzeit mal eine Handvoll an Modulen. Denn die wollen wir erstmal in die Forschung reinpacken. Allzu viele sind es ja noch nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir zu wenig rote Chips haben. Also, so wie es aussieht, das ist die Reihe, wo wir sicherstellen müssen, dass wir genügend Speed haben oder genügend Produktivität. Dann hier in der Mitte denke ich ein Beacon. Wäre hier besser. Nochmals. Und irgendwann müssen wir die Forschung umbauen, um da besser damit umgehen zu können. Okay, es kommen auch wieder mehr rote. Zweite Beacon. Weil so wie es aussieht, haben wir produzieren wir weniger Fläschchen, als wir mit dem überhaupt wegforschen können. Aber nun haben wir hier wenigstens plus 20 Produktivität und einiges an Tempo. Und ich habe noch ein paar Geschwindigkeitsmodule übrig. Und die packen wir unten. Okay. Nun können
können wir hier das umklemmen und hier reißen wir dann mal ab. Dann können wir ein zweites Stahlarray hier daneben packen. Aber ich denke, wahrscheinlich brauchen wir zuerst nochmals Eisen. Die Bauroboter sind nicht die schnellsten, wenn sie da noch das ganze Kohle mitnehmen müssen. Vielleicht mache ich das dann besser von Hand. Hier unten. Ist auch noch überall Kohle drin. Den Rest, das schaffen dann die Roboter. Gut. Das hier haben wir Platz für eine zweite Linie. Aber ich war ja auf dem Weg nach hier unten. Und wahrscheinlich. Ja. Da müssen wir gleich auch mal was nachlegen. Okay. Hier habe ich die schon drin. Jetzt haben wir genügend auf Vorrat, dass ich hier in jede Kiste mal 50 reinpacken kann. A50. Wie ihr seht, die Knickarme sind hier momentan deaktiviert, weil wir hier genügend Dampf drin haben. Die Kessel sind voll, das heißt, die Turbinen laufen nur mit dem Dampf aus den Lagertanks. Sehr schön! Das sieht doch wunderbar aus. Wir sind noch nicht fertig mit Optimieren. Wir brauchen mehr Eisen, damit unsere grünen Chips auch richtig auf Vordermann funktionieren. Dann hier zweites Stahlarray. Und wenn das dann alles funktioniert, haben wir hoffentlich mehr rote Chips. Wenn wir mehr rote Chips haben, haben wir mehr Module. Mit mehr Modulen können wir mehr Produktivität verbauen. Das sollte gut kommen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!